hat alles. Eine tolle Familie. Duftet köstlich. Ich bin ja auch der König der Kochlöffel. Große Träume. Mein Casting für die Balletttruppe ist Ende dieses Sommers. Ich bin sehr stolz auf dich. Und die absolut außergewöhnlichste beste Freundin. Hey, Shiva, hast du einen schönen Morgen? Aber schon bald... Shiva? ...ändert sich alles. Der Winston-Zirkus wird sich gut um sie kümmern. Ja, das wir mussten uns einfach entscheiden, Sophie. Ihr habt euch falsch entschieden. Sie an einen Zirkus verkaufen? Was machen sie dort mit ihr? Shiva wird meine Hauptattraktion. Und du bist eingestellt, um zu helfen, sie zu dressieren. Sie ist ein Naturtalent. Guten Tag, edler Prinz. Hey, Cinderella. Bleibst du beim Zirkus? Denn nun... Alles, was ich will, ist Shiva hier rausholen. ...müssen sie gemeinsam... Kannst du mir helfen? Wieso entführst du sie nicht? ...etwas Gewaltiges schaffen. Das ist wirklich toll. Ihr zwei habt die Leute gerührt. Aber es geht hier nicht um mich, es geht um Shiva. Doch ein Mädchen mit einem Plan und einem Herzen so groß wie ein Elefant schafft alles. Und deshalb will ich sie hier rausholen. Ich kaufe sie zurück. Haben wir keinen neuen Eröffnungsakt, dann sind wir geliefert. Und wir öffnen schon übermorgen! Das weiß ich! Um herauszufinden, wer du wirklich bist. Sie vergeuden doch nur ihre wertvolle Zeit. Sie wird nur mit mir auftreten und das wissen musst sie. Musst du bereit sein. Würdest du erwägen, sie nach Hause zu schicken? Ich meine zurück nach Afrika. Ihr Zuhause ist bei mir. Das Wichtigste in deinem Leben loszulassen. Wenn sie erst den Duft des Erfolgs gerochen, das Getöse der Menge gehört hat, wird sie uns nie verlassen wollen. Sie wird betteln bleiben zu dürfen. Ich muss sie zurück nach Afrika bringen. Bist du dir da sicher? Ihr zuliebe. Ja. Sophie und Shiva. Eine Nightscope-Produktion mit Brittany Bristow, Augustus Prue, John Rhys Davies, Ture Riefenstein, Erika Druans und Deborah Kara Unger. Du wirfst doch nicht schon das Handtuch, oder? Auf keinen Fall. So schnell gebe ich nicht auf. Manchmal kann ein Mädchen alles haben. Sophie und Shiva, ihr größtes Abenteuer, fängt gerade erst an.